Das ist definitiv was für unseren zwergigen Tank. Willenskraft hast, Stärke, Ausdauer, Willenskraft hast. Kann weg. Ja. So. Ja, das war's jetzt endlich mit diesem Level. Den Ring können wir auch gleich hier lassen. Mann, wie eine Kleinigkeit alles verändert. Gut. Wir haben es scheinbar bis zum 6. Level geschafft. In der näheren Umgebung scheint nichts zu sein. Darum sollten wir die gesamte Situation einmal überdenken. Ja, es macht keinen Sinn, dass die Gefangenen aus freien Willen auf uns warten. Ich fürchte, dass es war. Erinnert ihr euch daran, wie Romald in den Katakomben aussah? Irgendwer oder irgendetwas hat sie verändert. Kommst du mal zum Punkt? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht bekamen sie Hilfe von jemandem im Dungeon. Und dieser jemand hat einige von ihnen gezwungen zu warten und die Flucht der anderen... zu schützen. Das erklärt immer noch nicht, warum die Monster am Leben und alle Türen verschlossen sind. Wer auch immer oder was auch immer geholfen hat, muss teilweise den Dungeon und seine Einwohner kontrollieren. Ich mag diese Erklärung nicht, aber sie könnte die Wahrheit sein. Okay, genug Spekulation. Wir sollen uns auf unsere Mission konzentrieren. Ah, die Decke hier sieht aus, als ob sie einstürzen könnte. Und ja, wir sind auf einem Stockwerk, wo wir mal wieder keine Karte haben. Au. Runterspringen irgendwo ist keine gute Sache. Und ja, jetzt kann ich mich... Weiß ich, wo die Knöpfe versteckt sind. Jetzt kann ich mich ein bisschen mehr auch auf diese Knöpfe konzentrieren. Vor allem mein Tank braucht sehr lange zum Heilen. Sobald er was abgekriegt hat. Okay, gehen wir erstmal hier lang. Da sehe ich schon wieder Kultisten rumlatschen. Und sie haben mich. Und Serikal hat auch ein Level abgekriegt. Sehr gut. Nee. Oder doch? Für den Schaden alter Feuerzauber verringert die Mana-Kosten aller Zauber und ihre Bedrohung. Ja. Am ehesten das erstmal. Höllenfeuer, das war irgendwo hier drüben, gell? Ja, hier wäre Höllenfeuer gewesen. Hehe, 5 Punkte im Hexerbaum.
Einer von euch beiden sollte die doch anziehen. Na, nimm du sie mal. Da kann man runterfallen. Ja, was ist das jetzt hier? Also ja, hier fällt man runter und ist hier unten. Kleiner Mana-Trank. Ah. Jetzt gibt es bessere Mana-Tränke endlich mal. Also hier habe ich Steine. Brauner kleiner Stein, runder kleiner Stein und dunkler Stein. Hm. Das war zu weit geworfen, okay. Und das hat zu sehr gejumpt. Gut. Aber schon mal interessant, man kann schräg werfen. Oder gut, man kann schräg werfen. Das war zu kurz. Das auch. Und ich wollte ja nicht hier runterspringen. Ah. Egal, kann mich ja danach irgendwann mal heilen. Okay, das ist zu. Das ist jetzt auch zu. Umhang des epischen Attentäters. Hm. Serikal. Der kriegt davon nur Boni, ohne Mali zu kriegen. Bringt jemand der Umhang was? Nicht wirklich. Okay, das war hier nur ein kleines Rätsel, um an einen Gegenstand zu kommen. War aber keine schlechte Einlage. Das ist eine Tür, die von der anderen Seite aufgeht. Das sehe ich jetzt sofort, weil hier wieder dieses Eck fehlt. Entweder das oder hier ist irgendwo ein Knopf versteckt, aber normalerweise eher nicht. Weil meistens ist das dann direkt auf der anderen Seite. Okay. Nein, hier runter will ich. Also mit der Seite. Okay, dann habe ich nur noch die Wahl, hier lang zu gehen.
Ach herrje. Baba-Helebardier. Hi. Ihr könnt ruhig auf sie feuern. Hätte ich nichts dagegen. Wie habt ihr den jetzt meinen Magier totgeschlagen, bitte? Wie schafft ihr es gerade, meine gesamte Truppe totzuschlagen? Ihr seid doch nur vier popelige kaiserliche Ritter. Das kriege ich nicht hin. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht und ich habe viel zu viel falsch gemacht. Ja. Wow. Da sind sie aber flink jetzt diesmal. Und da boxen sie schon wieder auf meinen Magier. Ein. Glaubt das nicht. Jetzt ist er wieder tot. Und meine Heilerin ist wieder tot. Hä? Das geht mir gerade alles ein bisschen zu schnell. Also erstmal muss ich die beiden Barbaren da wegkriegen. Oder ich locke einfach die Truppe an. So, jetzt dürften die hoffentlich genug Aggro haben auf ihn. Dann hole ich mir die Aggro halt wieder. Und jetzt so auch wieder. Kein Problem, ihr wollt unbedingt auf die harte Tour drauf gehen. Dann haue ich euch halt die Feuerregen und Feuerbälle um die Ohren, bis ihr tot seid. So, geht doch.
Ah, war das jetzt mein letztes Brot? Ja. Dann sind jetzt die Brotlaibe dran. Oh, die heilen bei allen? Ernährt die ganze Gruppe, okay. Dann doch lieber die Würste. Und eine Flasche Wein für dich. Ein runder Raum. Hi, ihr zwei. Wenn ich mich vorstellen darf, wir sind die Aufräumtruppe. Wenn ich uns vorstellen darf, wir sind die Aufräumtruppe. Und ihr seid ein Lächerlich, tut mir leid. Besserer Amethystring des Steins. Ja, das ist eine Stufe 3, das ist eine Stufe 6er. Gepanzerter Papa, okay. Na, die Jungs könnten mir Freude bereiten. Aber Anführer, die könnten ein bisschen garstiger sein. Ja, schön auf den Tank draufhauen, bitte. Der hat euch am meisten getan. Seid irgendwie ein Spawner des Themas, so viele kommen. Dumm, die dumm, die dumm. 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 Dumm, 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 dumm. Ich hoffe, euch ist heiß im Feuer. Tup, tup, tup. Aber die kommen echt angelaufen, wie die fliegen. Gerade. Und das ist weniger schön. Barbarzerstörer kommt jetzt da. Au! Yeah.
So, ich denke, jetzt kann ich ein Brotleib essen. Ja, es war schon ein großer Raum da, wo die Jungs drin waren. Und da sind noch mehr. Okay. Großer Raum ist eine perfekte Gelegenheit, neuen Safe anzulegen. 008. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.